Weiter geht es mit einer weiteren Folge Police Simulator Patrol Officers. Wir gehen heute wieder auf dem Highway auf Streife. Bevor wir aber damit loslegen, habe ich erstmal noch eine Info für die YouTube-Kanalmitglieder, weil eigentlich stand im Uploadplan für die Kanalmitglieder drin, dass heute um 11 Uhr am 7.7.2024 eine weitere Folge City Transport Simulator Tram veröffentlicht wird. Aber leider... ja, funktioniert das Spiel bei mir nicht mehr so korrekt. Deswegen musste ich mich jetzt leider nach stundenlang rumprobieren, musste ich mich dazu entscheiden, dieses Spiel erstmal nicht mehr auf dem Kanal zu bringen. Ich kriege auch keine Folge zusammen, weil das Spiel halt ständig während der Fahrt abstürzt oder bei einer Linie beim Laden komplett abschmiert direkt. Und ja, jedes Mal stürzt auch mein Grafikkartentreiber mit ab, wenn die Unreal Engine abstürzt. Und der Grafikkartentreiber reißt dann OBS mit und meinen zweiten Monitor auf dem iPad quasi. Und ich muss jedes Mal mit Computer neu starten. Ich habe jetzt nach 7-8 Mal Computer neu starten mich dafür entschieden, dass ich nicht mehr weiter rumprobiere, um das Spiel wieder zum Laufen zu kriegen. Und somit musste ich jetzt am Samstagabend ganz spontan noch irgendwie eine Alternative raussuchen für 11 Uhr, damit am Sonntag kein Video ausfällt. Genau. Und somit wollte ich auch, beziehungsweise ich wollte jetzt auch so spät samstags abends keine Kanalmitglieder mehr anpingen auf Discord oder früh morgens sonntags dann da irgendjemand aus dem Bett reißen durch das Geklingel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche einfach diese Info ganz kurz zum Folgenbeginn von dieser Folge hier an, damit jeder auch Bescheid weiß, warum jetzt irgendwie ein anderes Spiel kommt als das, was im Uploadplan drinne stand. Genau, so. Somit haben wir diese Info besprochen. Wie gesagt, City Transport Simulator Tram ist jetzt bei mir erstmal auf unbestimmte Zeit leider pausiert, weil ich eigentlich das Spiel sehr mochte, vom Aufbau her und vom Fahren her, aber gut, es möchte momentan nicht mehr und somit müssen wir erstmal abwarten, bis ein paar Updates kommen und ein paar Fehler behoben sind, damit ich vielleicht auch wieder das Spiel zeigen kann und spielen kann. Genau, so. Jetzt aber legen wir los. Wir haben hier zwei Schichten zur Verfügung. Einmal eine am Abend auf dem Highway und einmal eine bei Nacht. Ich würde fast sagen, dass wir hier am Abend losfahren. Deswegen wählen wir einfach hier diese Schicht aus. Schichtdauer lassen wir auf 45 Minuten und dann klicken wir auf Schichtbeginn. Hoffen wir, dass dieses Spiel hier funktioniert. Das hat jetzt auch in der Zeit, wo ich Urlaub gemacht hatte. Ich hatte ja die letzten, ja, vom Aufnahmetag her gesehen, circa 2 Wochen ja, Urlaub gehabt und ja, habe in der Zeit auch dieses Spiel nicht gespielt. Es gab in der Zeit halt wieder kleinere Updates für dieses Spiel. Hier wurden ein paar Fehler behoben, Sachen verbessert. Ich glaube auch ein paar neue Fahrzeugskins hinzugefügt oder so. Hoffen wir einfach, dass es hier läuft. Dass keine weiteren Fehler hinzugekommen sind irgendwie in den Updates. Habe ich immer so ein bisschen Angst. Na gut, Kopfbedeckung würde ich sagen, das lassen wir erstmal alles so. Uniform Voreinstellung gehen wir hier gerade mal drauf. Und dann nehmen wir einfach, ja gut, wir hätten... das ist die ganz normale Uniform. Ich würde fast sagen, wir nehmen wieder hier diese Uniform. Die sieht irgendwie ganz cool aus. Wobei ich halt irgendwie immer so ein bisschen auf Sicherheit bedacht, ist diese Uniform eigentlich gar nicht gut. Ja, komplett schwarz angezogen, nur hier so ein bisschen Farben an den Ärmel. Bist halt schlecht sichtbar im Dunkeln, beziehungsweise am Abend auch auf dem Highway. Aber gut, speichern und verlassen. Wir nehmen die Uniform. Mütze lassen wir weg, beziehungsweise Hut. Ja, wissen wir ja, dass es da Probleme gab. Weiß jetzt nicht, ob das im Update irgendwie behoben wurde, aber wir lassen das einfach gerade mal so. Ja. Was für ein Fahrzeug nehmen wir heute? Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Ich kann das übernehmen. Wir waren eigentlich voll lang nicht mehr hier mit der alten Möhre unterwegs. Ich bin eigentlich fast dafür, dass wir mal wieder damit hier durch die Gegend fahren, oder? Komm, machen wir einfach mal. Ja, bei so einer Spontanfolge können wir ruhig mal die alte Kiste hier nehmen. Au. Oh. Ist ein Officer für diesen Notfall verfügbar? Ich übernehme den Notruf über den Unfall auf dem Highway. Na klar. Bin schon auf dem Weg. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wie war hier noch mal die ganze Steuerung? Ich hatte die letzten 2 Tage, also meine kleine Schwester hat bei mir übernachtet und wir haben die letzten Tage, hatten wir Flashing Lights die ganze Zeit zusammengespielt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie hier die ganze Steuerung nochmal funktioniert hat. Ich würde gerne hier rüberfahren, aber ich bremse den jetzt nicht aus, weil ich glaube, der würde mich rammen. So, lässt mich da jemand fahren? Das wäre echt nett, aber jetzt ist, glaube ich, die Spur frei. Dann fahren wir los. Genau, das war die andere Sirene. Ich muss gerade erstmal die Tasten wieder suchen. Kriegen wir aber hin. So, ich weiß gerade gar nicht, wie weit wir fahren müssen, aber das sehen wir dann gleich. Ah, doch, da oben sehe ich es ja. 900 Meter noch ungefähr, also wir sind gleich da. Wir sind gleich da, aber ich muss jetzt hier irgendwo abfahren, deswegen quetsche ich mich gerade einfach mal darüber.
Ja, der will jetzt natürlich auch da abfahren. Super. Da, wir schlängeln uns hier mal entlang. Und dann sollten wir eigentlich gleich da sein. Ah, wir müssen nach vorne nochmal wenden. Okay, das kriegen wir hin. Und dann schauen wir uns die ganze Sache nochmal an. Oh, hier haben wir wieder ein Pannenfahrzeug. Natürlich schwierig, wenn ich da gerade über den Streifen, über den Standstreifen quasi drüber rasen möchte, wenn da jemand steht. Aber deswegen sollte man ja auch in der Realität nicht über den Standstreifen rasen, weil da kann ja immer jemand stehen mit einer Panne. So. Ups, falscher Knopf. Bleibt bitte jemand stehen. Ich möchte nicht einfach so rausfahren. Am Ende werde ich noch weggerammt. Die fahren aber auch knapp an einem vorbei. Ja, nicht stehen bleiben. Oha, da vorne staut sich schon ordentlich. Oha, stehen da viele Leute. Da brennt ein Fahrzeug. Da brennt ein Fahrzeug. Ja gut, dann haben wir endlich auch mal den Fahrzeugbrand hier. Super. Ich will aber gerade hier erstmal für Sicherheit sorgen. Deswegen nehme ich mir gerade mal die Pylonen und wir sperren jetzt erstmal so weit ab. Pylonen ausrüsten. Ich mache erstmal hier die andere Fahrspur noch dicht. Bitte überfahrt mich nicht, danke. Also hier nochmal eine Pylone hin. Die ganz linke Spur macht quasi mein Fahrzeug zu. Und die andere Spur hier machen wir mit dem Pylon zu. Und dann holen wir uns jetzt gleich den Feuerlöcher. Kann ich hier noch eine Pylone hinstellen, dass wir das so leicht schräg hier machen, dass man als Autofahrer rafft. Okay, man muss da rüberfahren. Aber da hinten ist jetzt eh gerade wieder ein weiterer Unfall, glaube ich, passiert. Also alles gechillt. So. Dann gucken wir mal. Wir haben ja einen Feuerlöcher dabei. Da haben wir den ersten Fahrzeugbrand. Krasse Sache. Komm, schnapp den Feuerlöcher und let's go. Rennt aber irgendwie so ein bisschen steif durch die Gegend. Ich bin bereit, die Sache zu übernehmen. Am Unfallort ist ein kleiner Brand ausgebrochen. Ich kümmere mich darum. Ja. Droht ja nur so ein bisschen hier auf den LKW überzuspringen. Auf die ganzen Pappkisten. Wäre trotzdem ganz nett, wenn die Feuerwehr kommen würde, muss ich sagen. In so ein Fahrzeugbrett mit so einem Feuerlöcher, weiß ich nicht, wie gut man das in der Realität ablöschen kann. Aber ich glaube, der Feuerlöscher hat unendlich Inhalt, oder? Brandgelöscht. Super. Ah, nee, er hat doch nicht unendlich. Unten rechts steht eine Zahl. Also jetzt der Feuerlöscher leer und wir haben es gerade so geschafft. Feuer ist aus. Eigentlich müsste ich komplett die Autobahn sperren. Wenn ich jetzt mir gerade so die Stelle angucke, nochmal genau. Wir haben da drüben die ganzen Personen stehen. Ich hole nochmal die Pylonen. Wir sperren hier komplett ab. Vollsperrung. Wir können dann, wenn wir die Zeugen befragt haben, die Straße wieder frei machen. Komplett. Beziehungsweise auf der rechten Seite erstmal. Und dann gehen wir wieder komplett frei, wenn wir hier alles fertig haben. Da wäre es manchmal jetzt nicht so schlecht, wenn wir hier eine Geschwindigkeit vorgeben könnten. Ja, dass man hier jetzt sagt, komm, auf der Spur jetzt nur noch mit 10 Sachen vorbeifahren. So, jetzt haben sie keine Ausweichmöglichkeit mehr. Jetzt werden sie hier rübergeleitet und bleiben dann dort stehen. Okay, dann kann ich hier ein bisschen sicherer arbeiten. Boah, das sieht aber jetzt schon irgendwie nice aus. Mit dem alten Fahrzeug hier, Sonnenuntergang. Ach, kann man ein paar Fotos machen. Darf nicht fehlen. Ich hätte ja immer noch total gerne hier so einen richtigen Fotomodus drin. Naja. Gut. Ich gucke gerade nochmal hier rum, ob irgendwo noch verletzte Personen sind. Ist ja doch ein ziemlich schwerer Unfall. Und hier verdammt viele Fahrzeuge, die beteiligt sind. Und irgendwie dafür recht wenig Leute. Beziehungsweise das Fahrzeug ist gar nicht beteiligt. Das steht hier einfach nur, genauso wie das. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Fahrzeuge plus LKW. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Also haut hin. Dürfte normalerweise keine verletzte Person mehr hier dabei sein. Schauen auch nochmal bei dem LKW rein. Okay. Sehe ich auch niemanden mehr. Alles klar. Gut, wo fangen wir an? Würde sagen, mit ihm hier. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wie kann der Unfall hier passiert sein, weil der LKW steht ja einfach so auf der Fahrbahn rum mit Warnblinker. Vor dem ist niemand mehr. Dann ist er wahrscheinlich hinten drauf gebrummt.
Fahrzeug hat sich entzündet, hat dann angefangen zu brennen. Vielleicht haben die hier vor Schreck irgendwie reagiert und haben dann irgendwie auch, ja, oder dass es dadurch dann irgendwie zu weiteren Unfällen gekommen ist. Na gut. Keule, bist du nüchtern? Oder... Ich glaube, er steht ein bisschen unter Schock, ich weiß ja nicht. Alles wurde zerstört, Officer. Mein Auto und alles darin ist verbrannt. Oh, das haben wir noch nicht gehört. Das ist neu. Sehr schön. Natürlich eine traurige Sache, dass alles verbrannt ist, aber gut. Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Es hat im Motorraum ein bisschen gebrannt. Das Auto kannst du vergessen, aber die Sachen, die im Auto drin sind, die sind noch in Ordnung. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich gebe zu. Ich habe die Kontrolle über mein Auto verloren, Officer. Okay, danke fürs Zugeben. Dann hätte ich gerne einmal den Führerschein und die Versicherung. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, Officer, bitteschön. Leonardo Salas. Okay, vom Bild her passt. Ablaufdatum ist noch in Ordnung. 7.2.2025. Wir spielen hier in-game am 2.2.2023. Also soweit in Ordnung. Wir schauen uns mal die Versicherungskarte an. Die ist gültig bis zum 20.05.2024. Also noch vollkommen in Ordnung. Name passt, was da drauf steht. Fahrzeug, Viertürer, müsste auch passen. Wobei... Wie war das in dem Spiel? Hat da die Kofferraumklappe als Tür mitgezählt oder nicht? Na komm, Viertürer wird passen. Kennzeichen 4UX762. Ich rieche Alkohol, ja. Ich habe auch schon gedacht, er ist irgendwie ein bisschen... Er scheint ein bisschen tief ins Glas geschaut zu haben. Wir schauen gerade mal im System hier nach. Also, das ist soweit alles in Ordnung. Viertürer passt. Genau, das ist alles in Ordnung. Nicht als gestohlen gemeldet. Kein offener Haftbefehl. Er hat schon mal hier ein paar Strafen bekommen. Fahren bei Nacht ohne Scheinwerfer. Fahren mit getönten Scheiben. Fahren mit defektem Rücklicht. Identitätendiebstahl. Wurde dafür auch schon verurteilt. Stoppschild überfahren. Das arme Stoppschild. Und trinken in der Öffentlichkeit. Okay. Ja, gut. Also hat schon mal was mit Alkohol hier zu tun gehabt in der Öffentlichkeit. Okay. Na gut. Ich würde bei ihm gerne einen Drogentest und Alkoholtest durchführen. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Genug Hinweise an sich, wenn wir Alkohol riechen. Er verhält sich so ein bisschen merkwürdig. 0,145. Also, da haben wir doch schon die erste Sache. Er hat zu viel getrunken. Alles klar. Schreibe ich mir gerade mal auf, so als kleine Notiz. Dann machen wir trotzdem noch den Drogentest. Dann haben wir das einfach für unsere Dokumente. Ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ja, dann können wir da später nachweisen, er war negativ, was die Tests betrifft, außer halt beim Alkohol. Genau, ansonsten, ja, haben wir eigentlich wenig Probleme mit ihm gehabt bis jetzt. Das ist ja recht kooperativ, aber müssen ihn halt trotzdem festnehmen wegen dem Alkohol am Steuer. Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer, Alkohol. Ich lege ihn jetzt Handschellen. Gehen Sie dann bitte auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Da machen wir hier nämlich direkt weiter mit ihm. Wir tasten ihn gerade mal ab, durchsuchen dann das Fahrzeug. Ja, gucken mal, ob wir noch mehr Alkohol finden oder so, oder Drogen doch noch. Das übliche Prozedere. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Ja, Marihuana 28 Gramm, das ist eine ordentliche Menge. Aber ich glaube, 28 Gramm war noch für Eigenbedarf okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben jetzt einige Tage hier nicht mehr gespielt. Egal, ich gucke da nochmal beim Auto. Vielleicht finden wir ja da noch ein bisschen mehr. Dann hat sich die Frage eh geklärt. Ich glaube, da stand die Menge auch nicht im Handbuch drin. Ich glaube, es stand nur die Menge drin für Alkohol quasi, wie viel man getrunken haben darf. Also 0,08 ist da die Grenze auf jeden Fall. Na gut. So, gesucht hat man ihn ja gerade. Er hatte sonst nichts anderes da. Ah, die sind jetzt auch wieder zu ihren Autos, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, warum stehen die jetzt auf einmal hier? Und jetzt steht nur noch die eine Person da und da steht noch eine, okay. Alles klar, nicht, dass hier irgendjemand jetzt abgehauen ist oder so. Kann ich hier nicht reingucken, weil das Fahrzeug gebrannt hatte oder wo ist gerade das Problem? Aber es hat doch nur vorne gebrannt.
Ich kann hier echt das Fahrzeug nicht durchsuchen. Das ist ja irgendwie ein bisschen doof. Das Auto hat vorne im Motorraum gebrannt. Da kann ich doch hier hinten reingucken. Naja, geht aber anscheinend halt nicht. Na gut. Ja, wie machen wir weiter? Ich würde es mit den Drogen jetzt gerade mal bei ihm so belassen, die 28 Gramm. Ich glaube, das war Eigenbedarf. Das geht durch. Fahrzeug kann ich ja gerade nicht gucken. Lass mal einfach mal. Er kommt ja eh in den Knast wegen Alkohol. Also er kriegt so oder so eine Strafe. So. Sie müsste die Fahrerin sein von dem LKW hier, theoretisch. Wir gucken gerade mal, ob wir da das Nummernschild finden oder sehen. Ja, ist noch vorne dran. Super. 6UB158. Gucken wir gerade mal im System nach, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Könnte sie sein vom optischen her, würde ich sagen. Crystal Kennedy, okay. Kein auf Nachbefehl. Keine Verstöße bis jetzt verzeichnet, finde ich gut. Ja, Modell Truck ist okay. Eingetragener Besitzer passt auch. Okay. Nö, dann habe ich da schon mal das abgecheckt. Und wir schauen hier mal weiter. Ja, hallo, was passiert? Was genau haben Sie gesehen? Diese Person ist in Schlangenlinien gefahren. Gut, vielleicht ist der Unfall auch so passiert, dass sie ganz normal gefahren ist und er ist in Schlangenlinien irgendwie besoffen, ihr hinten drauf gebrettert, sie hat dann gebremst und das Auto hinten wurde dann halt noch ein bisschen aufgeschoben, sagen wir es mal so. So kann das natürlich hier auch passiert sein. Na gut. Also sie beschuldigt auf jeden Fall auch die Person, die wir festgenommen haben. Das passt ganz gut. Dann fragen wir sie gerade nochmal nach dem Fahrzeugschein und Führerschein, beziehungsweise Fahrzeugschein, beziehungsweise Personalausweis und Versicherungskarte. Jetzt habe ich's. Kristen Kennedy, Name passt, Ablaufdatum 6.2.2023, passt auch noch. Gerade so, wird schon eng. Aber gut, ansonsten passt soweit, passt auch. 11.06.2024 läuft die Versicherungskarte erst ab, somit ist das okay. Bild passt auch, würde ich sagen. Ja, kann man durchgehen lassen. Warum sehe ich jetzt den LKW plötzlich? Keine Ahnung, ich habe nichts getan. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht. Wo ist sie hin? Hallo? Plötzlich auch beim LKW. Okay, wenn jetzt die eine Person da noch verschwindet, kann ich die eine Fahrbahn an der Seite wieder freigeben. Dann löst sich der Stau hier so ein bisschen auf. Aber gut. So, wir waren noch nicht fertig. Oder waren wir fertig? Wir haben eigentlich die Daten überprüft. Sie hat auch den, wie gesagt, beschuldigt, den wir festgenommen haben. Wir machen hier noch die üblichen Dinge. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Ja, also nichts getrunken. Machen wir jetzt gerade hier noch den Drogentest. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Super, alles negativ. Wow, der Blick gerade. Gut, okay. Nö, dann würde ich jetzt bei ihr erstmal nichts weiter machen. Ich quatsch mal kurz mit ihr da. Vielleicht verschwindet die ja dann auch oder geht zu ihrem Fahrzeug. Dann kann ich hier wirklich ohne Probleme die Spur wieder freigeben. Hallo? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich glaube, diese Person ist betrunken. Okay. Nüchtern fährt kein Mensch so. Okay. Dann haben wir schon die nächste Person, die ihn beschuldigt. Scheint diesmal ein sehr eindeutiger Fall zu sein. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Was war das? Du hast gerade gehört? Ah, das waren wahrscheinlich die Klappen da hinten. Hat sich kurz angehört wie ein Schuss. Es wäre jetzt natürlich noch ein Highlight gewesen, wenn hier irgendwie eine Schießerei losgeht. Gut, okay. Zeigen nee, dann Sie mir bitte nochmal die Daten. Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, bitte sehr, Officer. Tona Gomez. Ablaufdatum 19.08.2022. Okay, dann müssen wir ihr leider eine Strafe geben. Perso ist abgelaufen. Alles klar, vom Bild her würde ich sagen, passt. Ablaufdatum 1.12.2023. Das passt noch. Tona Gomez passt auch. Kennzeichen 3AGZ02, Viertürer. Okay. So, schauen wir gerade nochmal im System. Genau, Ausweis ist abgelaufen. Zulassungsstatus ist ungültig. Okay, also Zulassung ist abgelaufen und der Ausweis. Alles klar. Okay, Moment. Okay, gut, dann habe ich die Infos mir mal aufgeschrieben. Ich will jetzt gerade mal schauen, welches Fahrzeug ihr gehört.
Gott, dem armen Smart fehlt noch ein Reifen. Eieiei. Das ist also ihr Fahrzeug. Okay. Gut, da wissen wir auch, zu welcher Person das Fahrzeug gehört. Okay. Machen wir erstmal weiter. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Die üblichen Dinge. 0,013. Meckert rum, dass der andere besoffen gefahren ist, weil nüchtern fährt niemand so. Hat aber selber ein bisschen was getrunken wahrscheinlich. Oder halt durch irgendwelche Medikamente, man weiß es ja nicht. So. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Aber hat halt zu wenig getrunken. Also 0,013 ist zu wenig. Aber unter Drogen gefahren. THC. Was soll ich sagen? Meckert über jemand anderes rum, der alkoholisiert gefahren ist. Hat selber wahrscheinlich ein bisschen was getrunken und Drogen genommen. Wo haben wir es? Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steuer. Cannabis. Sie sind festgenommen. Nein, bitte nicht, Officer. So, Moment, ich will hier gerade nochmal was nachschauen. Moment, Betäubungsmittel. Ja, im Besitz von zu viel Cannabis, das ist Handel mit Betäubungsmitteln. Das kann ich dem anderen alles nicht nachweisen. Das, ja, na gut. Okay, also deswegen ist er festgenommen. Dann geben wir ihr gleich die anderen Strafen noch. Also, da haben wir einmal die Hintergrundprüfung Dokumente. Da ist die, Moment. Bin ich hier richtig? Hintergrundprüfung, Dokumente. Fehlender Führerschein. Moment, falsch. Verstoß bestrafen. Da muss ich hin. Deswegen sehe ich die richtigen Sachen nicht. Also, Fahrzeug ist die Zulassung abgelaufen. Abgelaufenes Kennzeichen. Das markieren wir gerade mal. Und dann hatte ich noch den Ausweis aufgeschrieben. Personalausweis abgelaufen. Genau, mal. Markieren wir dann auch mal direkt hier Verstoß markieren und dann alle Verstöße an. Sie haben mehrere Verstöße begangen und werden für alle belangt. Was? Habe ich wirklich so viel gleichzeitig falsch gemacht? Das tut mir leid. Vielleicht finde ich ja noch was, weil wir müssen sie ja noch abtasten, beziehungsweise durchsuchen. Ich werde sie durchsuchen. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Handfeuerwaffe. Marihuana, 21 Gramm. Okay, 21 Gramm ist wahrscheinlich, wie gesagt, wieder ein bisschen zu wenig. Handfeuerwaffe ist aber interessant. Da muss ich gerade nochmal schauen. Hatte sie einen Waffenschein? Sie hat einen Waffenschein, okay. Gut, dann lasse ich das einfach mal durchgehen. Auch wenn es mir nicht gefällt. Ich gehe jetzt gerade mal zu ihrem Fahrzeug hin. Kann ich sie jetzt... Ich kann sie doch jetzt eigentlich greifen und kann sie irgendwo hinführen, oder? Entsprechend. Ich werde sie zum Streifenwagen bringen. Genau, zum Streifenwagen bringe ich sie nicht. Ich bringe sie einfach gerade mal hier hin. Genau, dann kann ich nämlich hier hinten die Fahrbahn mal freigeben. Und dann setzen wir die eine Pylone einfach nochmal hier. Genau. Gut. Dann kann hier der Stau ein bisschen abfließen. Und wir können hier weiterarbeiten. Gut. Fahrzeug durchsuchen. Ist nämlich ärgerlich, wenn man in so einer Vollsperrung drin steht. Es muss nicht sein. Okay. Hier ist schon mal nichts drin. Dann schauen wir doch gerade mal hier. Gerade letztens erst wieder auf der Autobahn gestanden. Das ist einfach unangenehm. Gerade wenn man zu einem Zug fahren muss. Der Zug wartet nicht auf einen, wenn man im Stau steht. So, beziehungsweise zu einem Bahnhof fährt. Jojo. Ich habe Jojos immer geliebt als Kind. War super. Okay, jetzt wird es aber ein bisschen viel. 21 plus 21.
Weil sie hätte 21 Gramm einstecken gehabt und 21 Gramm nochmal im Auto. Da sind wir schon mal bei 42 Gramm. Das ist zu viel. Da sind wir auf jeden Fall über der erlaubten Menge drüber. Ich konnte gerade irgendwie mit F nicht das Fenster schließen, aber gut. Hat sich da wieder gefangen. Okay, gute Frau. Betäubungsmittel in Besitz von zu viel Cannabis. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Gehen Sie dann bitte auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich ihr auch den Handel mit Betäubungsmitteln vorwerfen könnte, weil das ist ja zu viel für den Eigenbedarf. Das heißt, wenn es zu viel für den Eigenbedarf ist, könnte es sein, dass sie das irgendwie verteilt oder so. Ich weiß ja nicht. Aber gut, wir haben sie halt nicht erwischt auf Richard Hart. Somit können wir da nichts machen. Okay. Machen wir weiter. Hier ist noch jemand übrig und da vorne auch noch. Was genau haben Sie gesehen? Diese Person ist in Schlangenlinien gefahren. Ja, die Nächste, die das sagt. Alles klar. Dann hätte ich gerne einmal den Führerschein und die Versicherung. Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Dankeschön. Milleray Haddad. Haddad. Milleray ist irgendwie. Milleray, Milleray. Diesen Namen hier. Haddad. Haddad. Hated? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht mehr gültig. 9.3.2022. Bild passt aber. Waffenschein hat sie. Haben wir schon mal aber die erste Sache. Ich nehme meinen nächsten Zettel. Also, PA abgelaufen. Was haben wir dann hier? Ablaufdatum 8.9.2023. Okay, Kennzeichen 8EL810. Zwei Türer. Ja, ist der Smart wahrscheinlich. Okay, schauen wir gerade mal im System, ob irgendwas gegen sie vorliegt. Offener Haftbefehl? Nö, haben wir nicht. Alles klar, sieht alles soweit ganz gut aus. Cannabis am Steuer? Okay, hat auch schon mal was mit Drogen zu tun gehabt. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Dann schauen wir gerade mal, ob sie Drogen genommen hat, die Gute. Anscheinend ja nicht. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Anscheinend auch nicht. So. Also Verstoß bestrafen. Dann haben wir einmal hier Fahrer, Personalausweis abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. 75 bis 150 Dollar. So viel für so eine kleine Sache? Ja. Ja, ansonsten hätte ich bei ihr jetzt nichts wirklich, was ich ahnden müsste, glaube ich. Das sieht soweit sonst okay aus. Sprechen wir doch nochmal mit ihr. Hallo. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Wie diese Person gefahren ist, das sah gefährlich aus. Wie sie alle ihn beschuldigen. Das ist wenigstens sehr eindeutig der Fall. Wobei die andere Frau ja auch nicht so ganz unschuldig war, aber... Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte, bitte. Er ist der Unfallauslöser. Ja, bitte sehr, Officer. Nicole Blondal. Ablaufdatum 12.10.2025. Ist noch ein bisschen hin, hat keinen Waffenschein. Okay. Kein Haftbefehl offen. Versicherungsstatus ungültig. Nummzeichen. Verkehrszeichen und Nummernschild zusammen. Ergibt das Wort Nummzeichen. 2PQ369. Wieder was für die Tommy, für das Tommy-Wörterbuch. Nummzeichen. 2PQ369 ist also das Nummernschild. Schauen wir doch gleich mal nach, ob das wirklich das Fahrzeug ist. 2PQ369. Alles Klärchen. Dann wissen wir da Bescheid. Versicherungsstatus ist abgelaufen bzw. ungültig. Dann kriegt sie dafür schon mal ein Dudu. Ja, machen wir da einfach mal ein Dudu. Also. Wo haben wir es? Nicht da, Fahrer, kein Versicherungsschutz. Strafzettel. Sie bekommen ein Bußgeld wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Und damit ist der ganze Tag versaut. Ja. Scheint so zu sein. Habe ich bei ihr jetzt schon hier einen Drogentest, einen Alkoholtest gemacht? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ob sie unter Alkoholeinfluss steht. Machen wir einfach nochmal ganz schnell, schadet nicht. So, 0,00. Okay, machen wir noch schnell den Drogentest nochmal, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie vor der dass Tag ich da jetzt nichts vergessen habe oder durcheinander gebracht habe. Genau, alles negativ. Okay.
Okay, dann haben wir aber, glaube ich, schon bei ihr die einzigste Sache bestraft, die so aufgefallen ist. Oder war noch irgendwas? Nö. Bild, würde ich sagen, passt auch. Alles klar. Bin ich soweit erstmal zufrieden. Das heißt, ich beginne mal mit meiner Dokumentationsarbeit, was hier Fotos und so weiter betrifft. Den Reifen können wir noch fotografieren. Da geht's weiter. Dann machen wir erstmal hier das Fahrzeug, würde ich sagen. So. Da haben wir noch ein Nummernschild rumfliegen. Das hatten wir ja schon. Hier haben wir noch ein Auspuffteil. Gut, ich bin mal gespannt, ob wir den Fall hier hundertprozentig gelöst bekommen. Wäre cool, wenn, aber ich bezweifle es ein bisschen, weil das irgendwie schwer ist, wirklich hundertprozentig alles hinzubekommen. So. Ui, da haben wir noch ganz viele Punkte. Hier auch. Ja, wir haben aber gleich schon einen ausführlichen Bericht. Das ist doch schon mal auch ein Anfang. Darf ich gerade mal durch? Danke. So. Da haben wir noch Macken. Okay. Oh, das könnte aber diesmal gut werden. So, jetzt hoffe ich nur nicht, dass mich irgendjemand überfährt, wenn ich hier so am Rand entlang laufe. Zu der freigegebenen Spur. Mal müsste ich jetzt nochmal ganz kurz hier eine Vollsperrung machen. Für die Fotos. Aber das sieht echt gut aus. Ah, noch ein Foto. Brauche noch ein Foto. Wenn wir noch ein Foto machen... Jawohl. Wir haben's. Alles perfekt. Okay. Fangen wir an aufzuräumen, oder? Lassen wir ja die Leute mal abholen. Gefangenentransport rufen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Wie lange wir jetzt einfach hier für den Fall wieder brauchen. Wahnsinn. Aber ist auch ein großer Unfall. Sehr großer Unfall. Seit wann kann man eigentlich diese Nummernschilder so beseitigen? Habe ich irgendwie nie gemacht so wirklich. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ja gut. Ich würde sagen, wir lassen dann erstmal hier die Spur frei machen. Und dann zuletzt hier drüben die. Dann können wir so nach und nach die Spuren wieder freigeben. Schicken Sie mir einen Abschlepper. Genau, da kommt schon der Abschlepper. Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Ja, LKW-Abschlepp geht ja wahrscheinlich wieder nicht. Ah, da haben wir wieder ein Problem. Aber eigentlich, ich würde fast sagen, die soll weiterfahren. Hinten die Klappen irgendwie mit einem Spanngurt irgendwie festgezurrt. Dann erstmal runtergefahren, irgendwo hingestellt und umgeladen. Und ja, keine Ahnung, Hauptsache die Autobahn wird wieder frei. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Der Festgenommene kriegt den Unfallbericht dann auf der Wache. Genauso wie die Frau da hinten. Ja. Wenn ich jetzt sage, laufen lassen, steigt die ein und fährt weg. Das wäre echt super. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Bitte fahr weg. Bitte fahr mit deinem LKW weg. Oh, die hat einen glatten Reifen vorne sogar. Ja gut, die sollen nur runterfahren. Nächste Ausfahrt runter. Genau darunter. Weil der LKW wird nicht abgeschleppt. So, die Klappen hinten sind jetzt auch wieder zu. Ach, und der Reifen ist auch wieder in Ordnung. Fährt halt ein bisschen schräg durch die Gegend. Was macht die? Keine Ahnung. Ja, gut. So, ich habe noch was für Sie. Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Jo, hat jetzt auch lange gedauert hier der Einsatz. So, ich mache dann schon mal hier die Spur frei. Haben wir nur noch die ganz linke Spur gesperrt, wo mein Fahrzeug steht. Die alte Möhre. Ja,
müssen wir auch ab und zu mal nutzen. Auch wenn im Thema Sicherheit oder zum Thema Sicherheit dieses Fahrzeug hier nicht weit vorne steht, glaube ich. So. Was machen wir mit den Fahrzeugen? Müssen wir beide oder alle drei abschleppen lassen. Die sind nicht mehr fahrtüchtig. Beziehungsweise hier mit dem Crown Vic hier könnte man wahrscheinlich die Stoßstange hinten abreißen, irgendwo ins Auto schmeißen, aber gut, die Windschutzscheibe und so weiter ist auch alles kaputt. Ja gut, lassen wir auch abschleppen. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Ja, sehr gerne. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. So, kann ich auch zur Seite räumen? Ach, das ist auch noch ein Trümmerteil, okay. So, hatte ich ihr jetzt schon den Bericht übergeben? Hatte ich. Sehr schön. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Gut. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Hat doch alles eigentlich wunderbar funktioniert. Doof ist halt jetzt nur, dass die jetzt wahrscheinlich hier wieder stehen bleiben auf der Spur oder einfach loslaufen, auf dem Highway spazieren gehen. Die zwei, die da rumstehen. So, wir warten jetzt hier gerade noch, bis die abgeschleppt haben. So, letztes Fahrzeug wird abgeschleppt. Achso, ich muss denen noch sagen, dass die... Ja, stimmt ja, stimmt ja. Entschuldigung, ich glaube, ich muss denen ja sagen, dass die gehen können. Genau. Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Ja, viel Spaß beim Weiterfahren. Wenn das Fahrzeug gerade aufgeladen wird. Nee, das ist ja nicht ernst, aber... Ja, manchmal passen die Texte einfach nicht. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja, viel Spaß beim Weiterfahren. Das wäre halt echt schön, wenn die vielleicht bei dem Abschlepper einfach mit einsteigen und dann mit wegfahren. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut gelöst hier für den Highway. Was ist denn mit ihrem Hals los? Okay, jetzt ist wieder gut. Was ist los mit der Frau? Egal. Ja, die zwei bleiben jetzt einfach hier stehen. Das ist natürlich wieder... Das ist unschön. Der Rest von dem Unfall war sehr cool. Aber das ist jetzt ein bisschen unschöner. So, wo sind wir denn? Geradeaus können wir eigentlich nicht fahren. Wir könnten da entlang tüdeln. Genau, machen wir es so. Tschüss! Achso. Kann es sein, dass sich die Taste geändert hat für die Funkeinsätze zum Aktivieren und Deaktivieren? War das nicht vorher eine andere Taste? Jetzt ist Taste G. Na, Hauptsache es geht. Fährt irgendwie ein bisschen langsam vor uns. Auffällig. Wir haben eine offene Wiegestation, die besetzt werden muss. Mit 30 hier auf dem Highway ist schon ziemlich langsam. Aber gut, ich will den jetzt ehrlich gesagt nicht rausziehen. Einzige, was jetzt halt auffällig war, war, er ist langsam gefahren. Keine Schlangenlinie oder so. 4431. Ich begebe mich zur Wiegestation. Da hätten wir wieder einen Besoffenen vor uns. Und ich habe einen Unfall gesehen. Leute beschweren sich über Gegenstände auf der Fahrbahn. Kann jemand antworten?
Ich würde aber sagen, wir nehmen den anderen Einsatz an. Das ist hier auf der anderen Fahrbahn. Wir hatten jetzt einen Unfall in der Folge drinne. Da flüchtet jemand. Oder nee, die rennt nur zur Seite, okay. Ich möchte jetzt in einer Folge halt nicht wieder nur Unfälle abarbeiten, sondern auch ein bisschen was anderes machen. So, ich würde dann... langsam anfangen, den Verkehr auszubremsen. Hier Wagen 4561. Ich kann die Straßensperre errichten. Da sind wir auch schon. Ich hoffe, das reicht, dass alle stehen bleiben. Ich glaube aber nicht. Ich stehe dafür zu wenig auf den anderen Fahrspuren. Ich beeil mich. Ich möchte nur nicht umgefahren werden. Deswegen normalerweise immer Richtung Verkehr gucken. Dann siehst du wenigstens, was dich gleich trifft. Ach ja, so. Ja, die eine Fahrbahn konnte ich nicht absperren. Die anderen sind zum Glück gesperrt. Schräg stehen ist zwar nicht so super, aber wegen der Sichtbarkeit von den ganzen Warnmitteln auf dem Fahrzeug drauf. Aber gut, das willst du machen. So, Funkeinsätze sind wieder aktiviert. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Cooles rein. Die Straßensperre hätte ich jetzt auch ganz interessant gefunden, aber gut, wir hatten jetzt halt schon den Einsatz angenommen. Da ist der nächste Besoffene. Auf der linken Spur. Wir hatten gerade erst Teile auf der Autobahn. Wie gesagt, so ein bisschen Abwechslung ist immer ganz nett. Was ist hier drüben los? Auch wieder ein Unfall, oder? Ja, so wie es aussieht. Da hinten ist ein riesen Kuh. Mal da hinfahren? Was ein Riesenglotz. Das ist mal eine Sehenswürdigkeit. Okay. Ich dränge mir mal die linke Spur frei. Bleib auf deiner Fahrbahn. Könntest du bitte Platz machen? Dankeschön. Vielleicht müssen wir noch einen Kilometer ungefähr. Was mit dem Fahrbahn Platz freimachen, beziehungsweise, ja, LKW-Fahrer, alles gut. Mit dem Fahrbahn freimachen, das funktioniert eigentlich recht gut. Das hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Gut, wie sperren wir so eine große Fahrbahn ab? Als einziges Fahrzeug. Ist so ein bisschen die Frage. Ausrüstung, Nagelsperre. Boah, nicht überfahren, danke. Die würde ich jetzt einfach mal hier platzieren. Und dann vielleicht noch diese Absperrung. Wir haben ja noch so ein Absperrding dabei. Straßenabsperrung nehmen. Ich glaube, ich habe einen Unfall in der Nähe gehört. Ja, habe ich. Ich war live dabei. Ich bin jetzt nicht eigentlich für euch zuständig hier, liebe Leute. Also es ist ein Taxi, was gerade gesucht wird.
Und da kommt eins angefahren. Da kommt eins angefahren. Da kommt eins angefahren. Da kommt eins. Öffnen Sie die Tür und steigen Sie aus dem Fahrzeug. Halten Sie Ihre Hände vom Körper fern. Machen Sie keine Dummheiten. Ist sie das? Nummernschild 9TBG18. Das ist sie. Okay, sie gibt aber auf. Sie gibt auf. Und wegen dieser Straßensperre ist jetzt halt ein Unfall passiert. Super. So, sie sind festgenommen. Warum wird sie eigentlich gesucht, wenn ich das so gerade mal fragen darf? Kann ich das im Computer nachschauen? Helena Green? Ich schaue gerade hier nochmal. Ja, das ist das Fahrzeug, wonach ich gesucht habe. Kriegen wir da ein paar Infos. Kein Haftbefehl offen. Fahrzeug nicht als gestohlen gemeldet. Kredit- bzw. Bankkartenbetrug. Auch nicht schlecht. Versicherungsbetrug. Auch nicht schlecht. Fahrzeugdiebstahl. Auch nicht schlecht. Die hat es ja faustig hinter den Ohren. Na gut, sind festgenommen. Wegen was? Eher wegen Flüchten. Ich werde ihn jetzt anschauen. Danach möchte ich, dass Sie auf den Bürgersteig gehen. Bitte wegen, tun Sie wegen das. Wegen was nicht. Genau? Vor was ist sie geflüchtet? Warum ist sie geflüchtet? Von der Verkehrskontrolle oder. Keine Ahnung. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Helena Green, ja, passt auf jeden Fall. Ablaufdatum 31.07.2023. Ist in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Da hatten wir schon geguckt. Da steht jetzt da offener Haftbefehl, ja. Da steht da, nein. Das Spiel müsste mal das System irgendwie abgleichen. Ja, das Spiel kann doch nicht, wenn du das Fahrzeug abcheckst und wenn du das Fahrzeug abgecheckt hast, kriegst du ja automatisch auch die eingetragenen Besitzer angezeigt. Da wird angezeigt, nö, und dann, wenn du bei ihr den Perso nachschaust, hast du andere Verstöße drinne und ein offener Haftbefehl ja drinne stehen. Das muss doch den Entwickler auffallen, dass das keinen Sinn ergibt. Kannst nicht zweimal die gleiche Person hier anzeigen lassen, bei der jedes Mal der Pony ein bisschen höher oder tiefer sitzt. Ansonsten die gleiche Person ist. Und hast jedes Mal andere Daten hier drin stehen. Ich habe ja extra noch vorher geguckt, ob ein offener Haftbefehl vorliegt. Sagt der Computer nö, nachdem ich das Nummernschild abgecheckt hatte. Jetzt gucke ich den Perso an, gucke dann nochmal in den Computer rein mit den gleichen Daten. Ja, die Nummer ist auch gleich und so weiter. Und dann steht hier da, ja. Und andere Strafen drin. Das ergibt wieder keinen Sinn. Hallo. Na gut. Grund für den Vorwurf. Wir geben jetzt hier auch noch an. Offene Haftbefehle. Ich werde ihn jetzt handstellen. Danach möchte ich, dass Sie auf was den laut Prüfen vom Nein, Nummernschild nicht, Officer. Nicht so wäre. Nach Prüfen vom Personalausweis nochmal separat. Schon. Naja. Ich sichere jetzt hier den Unfall nicht ab, weil es ist eh gerade alles gestaut, weil der komplette Highway vollgesperrt ist. So. Haben wir sie schon durchsucht Nehmen gehabt? Sie bitte ich glaube langsam nicht, die oder? Hände hoch. Ich werde sie durchsuchen. Wir werden jetzt nur noch sie abarbeiten, weil für den Unfall habe ich eigentlich keine Zeit mehr, weil die Schicht ist schon rum. Ich weiß nicht, ob man die Schicht immer noch scheitern lassen kann, dadurch, dass man einfach zu lange überzieht. Deswegen machen wir sie noch fertig hier und dann fahren wir zurück zur Wache. So, da war jetzt nichts Gefährliches dabei oder Verbotenes. Servietten, okay. Okay, da war jetzt auch nichts. Auch nichts. Springmesser. Okay, Springmesser ist verboten. Egal, ob es einen Waffenschein hat oder nicht. Ich gebe da immer eine Strafe für. Weil Springmesser zählt auch
beziehungsweise da kannst du keinen Waffenschein für haben, glaube ich. Die Dinger sind, glaube ich, immer verboten. Da hatten wir jetzt noch eine Handfeuerwaffe, hat keinen Waffenschein, also kriegst du dafür auch nochmal doppelt eine rein. Okay, Grund für den Vorwurf, illegaler Waffenbesitz, dann markieren wir einfach mal das und das hier. Und dann tun wir alle Verstöße ahnden. Sie haben mehrere Straftaten gleichzeitig begangen und sind daher verhaftet. Leisten Sie keinen Widerstand und treten Sie auf den Bürgersteig. Ich werde kein Wort sagen, ehe ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe. Ja, da quietscht sogar mein Mikroarm. Also, okay. Ja, müssen wir noch irgendwas machen? Gerade mal überlegen. Wir haben so alles durchgecheckt, wir haben die Daten durchgecheckt, wir haben ihr die Gründe genannt, warum wir sie festgenommen haben. Wir haben das Fahrzeug kontrolliert und somit sind wir eigentlich an der Stelle, glaube ich, durch. Alkoholtest können wir nicht machen, Drogentest können wir nicht machen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, machen wir es gerade mal so, dann lassen wir hier das Taxi noch abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Genau, dann räume ich hier wieder weg. So, so. Bitte kooperieren Sie und begleiten mich zum Streifenwagen. Zu Ihren Diensten, genau. Officer. Eigentlich hätten wir sie mitnehmen können, weil ich muss ja eh auch zur Wache fahren. Die Kollegen können sich um den Unfall kümmern. So, ich bin weg. Wo muss ich denn lang? Bleib hier gerade nochmal stehen. So. Map. Wo fahre ich denn am dümmsten lang, um zur Polizeiwache zu kommen? Okay, wir stehen jetzt gerade hier. Fahrtrichtung wahrscheinlich Richtung Norden. Markieren uns einfach mal die Stelle. Ist aber eigentlich hier nur geradeaus fahren, denke ich mal. So, ich glaube, wenn wir hier abfahren, müssten wir da sein. Ah, hier ist so eine Wiegestation, okay. Ja, da haben wir so ein kleines Polizeihäuschen. Da hätten wir die Person auch nicht mitnehmen können, weil wir haben hier kein Gefängnis oder so. Gut. Ja, was eine aufregende Schicht wieder. Eine flüchtende Person mit einem Nagelband gestoppt. Hat sie nicht getraut, drüber zu fahren. Ja, wir hatten Trümmerteile auf der Fahrbahn. Ein riesengroßer Verkehrsunfall mit einem Feuerchen auf der Autobahn. Auf dem Highway. Ich sage immer Autobahn dazu, wenn ich nicht aufpasse. Naja, auf jeden Fall wieder sehr abwechslungsreich. Und ich freue mich, dass wir endlich mal ein Feuerchen hatten. Sah eigentlich ganz schön aus. Ganz cool. Und warum habe ich da minus 5 Punkte bekommen? Was habe ich falsch gemacht? Anforderung des Abschleppdienstes war bei dem Unfall bei einem Fahrzeug nicht rechtmäßig. Hä? Das ist doch der große Unfall. Brandgelöscht, ja, das ist der große Unfall. Drei Fahrzeuge hatten kaputte Scheiben. Zwei davon waren richtig verdellt. Einem Fahrzeug hat sogar von denen ein Reifen gefehlt. Also würde ich jetzt nicht als fahrtüchtig einstufen. Ein Fahrzeug hat gebrannt. Das war auch nicht mehr fahrtüchtig. Und den LKW haben wir weitergeschickt. Für welches Fahrzeug habe ich jetzt Strafe bekommen wegen Abschleppen? Keine Ahnung. Manchmal versteht man die ganze Bewertung hier nicht so ganz. Aber gut. Okay, wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren.
gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Genau, wird dem Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. So ist es. Falls du gerade auf der Suche bist nach Spielen oder nach diesem Spiel hier, dann schau nochmal in die Videobeschreibung. Dort findest du ganz oben einen Affiliate-Link für dich zu Instant Gaming. Da kannst du dir günstig und legal Spiele kaufen und wenn du das über den Link machst, gleichzeitig auch den Kanal unterstützen. Genau. Dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.